Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 16 und dem Beagle. Ist immer noch so warm. Oh Gott. Oh. Ich schwöre euch, ich hasse den Sommer. Ich hasse den Sommer abgrundtief. Selbst sie sagt, ich hasse den Sommer auch abgrundtief. So nämlich. So, jetzt habe ich mich wieder einmal beschert. Pro je Folge ist das hier jetzt Standard. Wir haben mit Clive letztes Mal eine ziemlich schicke Rüstung gekriegt, nämlich die von seinem Vater. Und ich muss sagen, Kleider machen Leute, ne? Sieht sehr schick aus. Yo, man! Willkommen, mein Freund! Nee, das hat nichts drauf. Was kann ich denn? Das Geierschwert? Ja, weg damit. Das kann ich sicher gut verscherbeln. Ah, davon bin ich ausgegangen. Da sage ich nicht nein. Hast du noch mehr? Nö. Aber warte mal, ich habe bestimmt Sachen. Warte mal, Wertgegenstand kann für Geld verkauft werden. Da sage ich nicht nein. Okay. Hast du noch mehr? Wertgegenstand kann gegen Geld verkauft werden. Da sage ich nicht nein. Wertgegenstand kann auch gegen Geld verkauft werden. Das kann ich sicher gut verscherbeln. So. Mehr ist da nicht zum... Beehr mich bald wieder! Und die Währung, Gil, ist auch irgendwie immer Standard in Final Fantasy. Muss man so sagen. Ich kenne, glaube ich, kein Final Fantasy, das nicht Gil als Währung hat. Hey, halt! Elvens Kleider! Bei den Flammen! Ihr seid sein Sohn! Clive Rossfield! Ihr verwechselt mich. Mich könnt ihr nicht täuschen, Milord. Diese Ähnlichkeit ist kein Zufall. Und dabei spreche ich nicht nur von eures Vaters Kleidern. Nein, ich bin mir sicher, dass Lady Hannah diese Kleider wie einen Schatz gehütet hat und sich niemals von ihnen trennen wollte. Es sei denn, Elwins Söhne kehren zurück. Und nun ist dieser Tag gekommen. Ja, dann kann ich euch jetzt eure Träger zurückgeben. Was? Meine Träger? Verzeiht mir, Herr Dorfrat. Das letzte Mal war ich als Kind in Eastpool. Ich habe euch nicht erkannt. Ein Wunder, dass ihr überhaupt etwas wiedererkennt. Es hat sich viel geändert, seit Rosaria an Sanbrek gefallen ist. Nicht zuletzt für die Träger, die einst treu im Dienste des Hofadels standen. Ist das der kleine Teufel, der... Beim Einfall der Eisernen vor 13 Jahren haben viele Träger ihre Herren verloren und hier Zuflucht gesucht. Sie sind geblieben? Ja. Sobald wir die Hauptstadt zurückerobert hätten, sollten sie zurückkehren. Doch dann kamen die Kaiserlichen. Rosaria wurde zur Sambrekschen Provinz, das Herzogtum, aufgelöst und damit auch ihre Heimat, in die sie wiederkehren könnten. Damals, unter eurem Vater, gingen Träger, deren Herren starben, an die Verwaltung. Dort wurde dann von offizieller Seite entschieden, was als nächstes mit ihnen geschieht. Als wir also sahen, wie die Kaiserlichen ihre Träger misshandeln, konnten wir sie ihnen nicht ausliefern. Deshalb sind sie noch bei uns. Und jetzt soll ich sie nehmen? Laut Gesetz gehören sie euch, Lord Rossfield, ein Erbe eures Vaters. Und bei euch wären sie doch besser aufgehoben als bei uns, oder nicht? Nicht wenige haben eurem Haus gedient. Von daher sehen sie die Rossfields immer noch als ihre Herren. Ich bin niemandes Herr. Nicht mehr. Bei mir wären sie nicht sicher. Ich verstehe. Ich bitte euch, mir meine alberne Idee nachzusehen. Die Realität treibt mich zu Träumereien. Allerdings, würdet ihr mir einen Gefallen tun?
Eine kleine Geste? Sofern mir das möglich ist. Unter den Trägern ist ein älterer Herr, der geradezu verzweifelt an seiner Treue zu Lord Elwyn festhält. Keine Sorge, ihr sollt ihn nicht bei euch aufnehmen. Nur ein wenig mit ihm reden, damit er sieht, dass Lord Elwyns Sohn noch lebt und ein redlicher Mann aus ihm geworden ist, so wie sein Vater es war. Es wäre mir eine Ehre. Ich danke euch, Milord. Meistens ist er unten am Brunnen und schaut friedlich in die Gegend. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr einen Moment für ihn erübrigt. Das kriegen wir hin. Er sieht aber auch schick aus. So redlich wie mein Vater. Du ähnelst ihm wirklich, Clive. Und nicht nur äußerlich. Tja. Komm, sehen wir am Brunnen nach. Man fragt sich schon, wie diese Hexe einen so lieben Sohn zeugen konnte. Entschuldigt, Leute. Hier ist er nicht. Dann müssen wir ihn suchen. Ich habe es dem Dorfrat versprochen. Und ich habe ihn schon genug enttäuscht. Also gut, fragen wir nach. Vielleicht hat ihn jemand gesehen. Mhm. Nanu, Fremde sind hier selten. Was verschlägt euch denn nach Eastpool? Wir sind auf der Suche nach einem Träger. Ein älterer Herr aus Rosalith. Ach, du meinst sicher den Mann, der immer am Brunnen sitzt, oder? Ja, genau den. Ja, genau. Aber wenn ich fragen darf, woher kennt ihr ihn denn? Stammt ihr etwa auch aus Rosalith? Tun wir. Warum? Das freut mich jetzt aber. Ich nämlich auch. Ich bin an der Marktstraße groß geworden. Und wenn Lord Elwyn noch leben würde, wäre ich wohl heute noch dort. Doch unter Annabella hat sich alles geändert. Auspeitschungen und Vertreibung. Nett. Höhere Abgaben, obwohl die Fäule uns um die Ernte gebracht hat. Oh, ich bin schon ruhig. Ihr wisst das ja alles selbst. Tut mir leid. Und euren Träger habe ich auch nicht gesehen. Aber er kann nicht weit sein. Er kommt jeden Tag hier, als würde er auf etwas warten. Dann hören wir uns weiter um. Danke. So, so. Da vorne, mit dem soll ich reden. Hallo. Guten Tag, werte Dame. Was kann ich für euch tun? Wir suchen einen Träger. Ein älterer Herr, der einst den Rossfields gedient hat. Kennt ihr ihn? Ah, der schräge Kauz. Tja, wo steckt er heute wohl? Dabei ist er um diese Zeit immer hier am Brunnen und kocht für seine Fantasiebankette. Wie bitte? Ach, damals in Rosalith war er in der Schlossküche beschäftigt. Er denkt, das wäre er immer noch. Ständig redet der arme Irre mit Großherzog Elwyn. Gefangen in seiner Traumwelt. Aber lieber dort als hier, denke ich mir. Ich kann mir nicht vorstellen, wie der Kaiser freundliche Worte mit einem Träger wechselt. Ihr etwa? Nein. Jedenfalls muss er hier irgendwo sein. Seine müden Beine tragen ihn nicht mehr weit. Danke. Wir suchen weiter. Wie einfach er Jill alles Rede überlässt. Sid ja auch schon. Hey! Wartet mal kurz. Ich denke, Patrick, der Chocobo-Pfleger, könnte wissen, wo er ist. Neben Chocobos kümmert er sich auch um den alten Kauz. Am besten, ihr redet mit ihm. Er ist sicher am Unterstand. Patrick, der Chocobo-Pfleger. Sehr gut. Danke. Wisst ihr, was mein Traum gewesen wäre? Das vor allen Dingen nach Final Fantasy 15 ist es auch gekommen. Dass du für mich mit diesen Leuten redest. Versteht sich von selbst. Wir wollen doch nicht auffallen. Komm, ach, jetzt das ist suchen Ausrede. Wir Patrick. Eine Chocobo-Farm. Und dann rent a Chocobo. Der Umwelt zuliebe. Geil, oder? Ja, finde ich. Auch. Einfach so eine riesen Wiesenfläche mit hunderten von Chocobos. Oh, Traum. Wo sind deine Chocobos? Na, wo könnte er nur hingegangen sein? Entschuldige, aber suchst du jemanden? Er tut nur so.
Ja, diesen Träger, um den ich mich kümmere. Ich habe ihn nur eine Sekunde allein gelassen und jetzt ist er weg. Er ist weder an seinem Lieblingsplatz am Brunnen noch sonst wo im Dorf. Dann bist du sicher Patrick. Bin ich? Warum? Dieser Träger, nach dem du suchst, ist ein älterer Herr, der früher in der Schlossküche gearbeitet hat, richtig? Ganz genau. Woher weißt du das alles? Ich hab dich hier noch nie in Eastpool gesehen. Sag schon, kannst du etwa hell sehen oder was? Jetzt verstehe ich. Na dann, wenn unser Dorfrat euch darum gebeten hat, nehme ich eure Hilfe gern an. In letzter Zeit ist er vollkommen verwirrt, sagt, dass er in der Schlossküche gebraucht wird und ihn bald jemand aus Rosalith abholt. Ich sollte lieber nach ihm sehen, damit ihm nichts passiert. Aber wenn er davonläuft, kann ich auch nichts machen. Such du hier. Wir werden uns derweil in der Umgebung umsehen. Danke, ich stehe in eurer Schuld. Hoffentlich ist dem Mann nichts passiert. Ich bin mir sicher, wir finden ihn bald. Der gebrochene Griff. Okay. Und das mache ich jetzt noch zu Ende. Muss ich sowieso, glaube ich, zu Ende machen. Max, schön. Immer noch keine Spur. Könnte er noch weiter gegangen sein? Oh, ganz da hinten? Ja, gut, dass ich da schon aufgeräumt habe, ha? Nun, ne? Außer die Viecher sind wieder respawned. Ich weiß es nicht. Der Loot ist wieder respawned. Der Mann dort drüben. Das könnte er sein. Schnell zu ihm. Achtung. Erledigen wir diese Viecher. Und zwar schnell. In Ordnung. Du weißt, was zu tun ist. Ja, der Hund weiß, was zu tun ist. Du weißt, was zu tun ist. Was? Ise Grimm? Und das Wölfe? Ich glaube, es sind Wölfe. Lass sie nicht entkommen! Na, los! Wie cool mein Wolf da vor sich hinrollt. Wir haben dich gesucht, mein Freund. Komm, zurück ins Dorf. Majestät, endlich seid ihr hier. So lange habe ich gewartet, doch es war nicht vergebens. Nein, du wechselst mich. Clive. Ja, verzeih meine späte Ankunft. Ich bitte euch. Tag für Tag betete ich zum Begründer und nun hat er meinen Flehen erhört. Also kehren wir zurück zum Schloss? Gibt es in der Küche noch Arbeit für mich? Nein, mein Freund. Wir kehren nicht zum Schloss zurück. Noch nicht. Ich befinde mich auf einer wichtigen Reise. Sie wird noch ein wenig dauern. Darum bleib bitte in Eastpool, bis ich zurückkehre. Ich komme dich dann holen. Versprochen. Eure Majestät, auf euch würde ich sogar bis an mein Lebensende warten. Das meint er jetzt sehr wortwörtlich. Thank you.
Ich danke euch beiden für eure Herzensgüte. Seine Erinnerungen an die Tage im Schloss sind sein einziger Trost. Und ihr habt sie durch das Treffen mit ihm wieder aufleben lassen. Er wird wohl nie wieder klar im Kopf. Dafür ist er in seiner Fantasiewelt glücklicher als hier. Verstehe ich. Die Fäule wirft ihre Schatten. Die Ernte bleibt aus und immer mehr Menschen flüchten. Wenn Lady Hannah in ihrer Güte nicht all ihre Besitztümer verkauft und für das Geld Lebensmittel besorgt hätte, wären wir übrigens hier schon verhungert. Natürlich wollen wir den Trägern hier weiterhin eine Zuflucht bieten, aber wenn nicht bald ein Wunder geschieht, dann werden wir nicht mal mehr in der Lage sein, ihnen einen Kantenbrot zu geben. Ist es wirklich schon so schlimm? Leider. Ich habe sogar schon die Kaiserlichen gebeten, die Träger zu holen. Doch als sie gehört haben, woher die Träger kommen, haben sie uns regelrecht ins Gesicht gespuckt. Meinten, auf herzogliche Hunde könnten sie verzichten. Ich kenne da jemanden. Er würde alle Träger hier bei sich aufnehmen. Sein Name ist Cid. Ich rede mit ihm, sobald ich vom Phönixtor zurück bin. Danke, Milord. Führt euer Weg zurück erneut durch Eastpool? Ich würde gern noch etwas mehr mit euch reden, wenn ihr etwas Zeit habt. Über die Zukunft des Dorfes und ob wir etwas für Lady Hannah tun können, nach all den Opfern, die sie gebracht hat. Natürlich. Ich komme vorbei. Gebt Acht, Milord, Milady. Habt eine sichere Reise. Auftrag abgeschlossen. Wie in alten Zeiten. Wenn es mal in der Realität wäre, so schnell so reich zu werden, Mensch. Ach, Kacke. Naja, komm. Ganz da hinten, okay. Darum heißt es das Tote Land. Ich wusste nicht, dass es so nah ist. Kein Wunder, dass die Ernte ausfällt. Die Fäule saugt den Äther aus dem Boden. Und wenn er versiegt, werden ihre Felder so aussehen. Keine Pflanzen, keine Tiere, kein Leben. Aber auch keine Bestien. Das ist das einzig Gute. Jill ist auch so jemand, die in allem was Positives sieht, oder? Was ist das? Auch ein Relikt der Gefallenen? Ein Schlüsselloch? Nee, ein Stein. Na gut, hier kann ich nichts machen. Dann nicht. Ich wette, irgendwann kann ich damit was machen. Ich weiß es nicht genau. Wir werden hier keine Magie wirken können. Noch ein Grund zur Sorge. Als ob es ohne Äther nicht genug Probleme gäbe. Er haucht dem Land Leben ein. Ohne ihn bleibt nur noch das. Das ist traurig. Ich kann mir kaum vorstellen, wie dieser Ort vor der Fäule einmal ausgesehen hat. Ich weiß es noch. Es war wunderschön. Bringt dir jetzt auch nicht mehr viel. Wie, die Fäule ist jetzt auf einmal weg? Ist es. Das Phönixtor. Wo alles seinen Lauf nahm. Er jammert so unglaublich viel. Das ist das Einzige, was mich nervt. Komm, Clive. Zeit, die Wahrheit herauszufinden. Oh,
Aber ich muss den Weg nicht laufen, das beruhigt mich ehrlich gesagt. Ruinen des Phönix-Tors. Dann dürfte das doch unser ehemaliger Palast sein, oder sehe ich das falsch? Oh, ich kann mich wieder ausblenden. Ha. Hallo, mein Wuffi. Mein liebster Wuffi. Ich komme gar nicht drüber hinweg, wie gut Clive aussieht mit den Klamotten. Fast, als wäre die Zeit stehen geblieben. Es hatte wohl niemand einen Grund zurückzukehren. Nein. Genau wie ich's verlassen habe. Hm. Sehen wir uns um. Na gut, sehen wir uns um. Was sagt denn die Karte? Trümmer der Erinnerung. Die Nacht der Flammen. Der nächtliche Überraschungsangriff der kaiserlichen Armee auf die rosarische Truppe am Phönixtor im Jahr 860 bei dem Großherzog Alwin Rossfield ums Leben kam. Die Leichen seiner beiden Söhne wurden nie gefunden. Es wird jedoch allgemein angenommen, dass sie vollständig in den Flammen verbrannten. Gerüchten nach wurde der Überfall durch den Verrat der Herzogin Annabella herbeigeleitet. Die offizielle Erklärung des Kaiserreichs führte die Ereignisse jedoch auf einen unerklärlichen Gewaltausbruch des Phönix zurück. Als hat man auch noch dem kleinen Jungen, Alter. Die Esper des Feuers, die zuletzt im Jahr 860 bei San Brikeischen Überfall auf das Phönix-Tor gesichtet wurde, nachdem der junge Joshua Rossfield die Kontrolle über seine Kräfte verloren hatte. Überlieferung nach erwachte der Phönix das erste Mal unter den Kindern des Feuers, einem Volk, das einst im Westen Stürms lebte. Durch den Erhalt der Blutlinie im Adel Rosarias soll garantiert werden, dass sein Dominus immer in der herzoglichen Familie geboren wird. Und jetzt stell dir vor, da ist Ifrit auch noch mit reingerutscht. Ein Esper des Feuers, die sich erstmals beim Überfall sabrikescher Truppen auf die rosarische Festung Phönixtor im Jahr 860 zeigte. In gleißenden Flammen gehüllt stürzte die Kreatur sich damals auf den Phönix und überwältigte ihn mit fürchterlicher Stärke und Wildheit. Als sie das zweite Mal erwachte, kam die schockierende Wahrheit ans Licht. Ihr Dominus war kein anderer als Clive Rossfield. Voll schockierend, diese Wahrheit. Ich wusste es in dem Moment, wo es passiert ist. Die Ruinen der Festung, die während der Nacht der Flammen bei Zusammentreffen der zwei Esper des Feuers zerstört wurden. Die tiefen Furchten und Risse im Boden bezeugen die Wildheit des Kampfes, der sich hier zugetragen hat. Das Tor selbst wurde unter Bergen Wustentrümmer begraben, die wohl niemals geräumt werden, da der Ort mit der Annexion durch das Kaiserreich aufgegeben wurde. Interessant. Ja, dann lass uns mal gehen. Ich wollte nie. Ach komm, Clive. Natürlich nicht. Er wollte nie. Ich muss mein Mikrofon aus dem Bild machen. Habe ich mich gut getarnt, oder? Ich blende mich mal aus. Ist schlauer. Was ist Torgal? Clive! Wenn ein Hund so knurrt, ist das nicht gut. Ey, Joshua, warte doch mal. Joshi Boy. Er ist der Schlüssel zu allem. Ich muss ihm nach. Dein Bruder ist der Schlüssel zu allem? Na gut.
Warum redet der Bruder nicht mit ihm? Ich meine, ich verstehe das einfach nicht. Das ist so unlogisch. Ach, jetzt kann ich mich schon wieder ausblenden. Das ging ja schnell. Wo ist er? Er muss doch hier sein. Aber Joshua scheint nicht mehr krank zu sein. Er ist wieder entwischt. Wie eigentlich? Wo sind wir eigentlich? Ist das ein Schrein? Entschuldige, du bist ja das erste Mal hier. Das ist die Halle des Tors. Des Tors? Ein Relikt der Gefallenen. Nur der Phönix kann es öffnen. Daher der Name der Burg. Hier hätte Joshua damals... Ist der durch das Tor durch, ja? Ja. Hinter diesem Tor hätte er die Worte unserer Vorfahren vernehmen sollen. In deiner Begleitung? Nein. Das Apoditerium ist heilig. Nur der Dominus darf hinein. Ich und die anderen Schilde hätten hier gewacht und für seine sichere Rückkehr gebetet. Wo könnte er nur sein? Durch das Tor durch? Vielleicht da drin. Nicht möglich. Nicht ohne die Kraft des Phönix. Jetzt kommt ihm der Gedanke. Ach nein, ihm ist der falsche Gedanke gekommen. Du wirklich? Absolut. Was uns da erwartet, ihr Lieben, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Ich denke mal, dass jetzt ein Aufeinandertreffen von Joshua und Clive unausweichlich ist. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Und doch bin ich gespannt. Also, ihr Lieben, haut rein!